Willkommen zurück! In den letzten Videos haben wir schon einige Flächeninhalte von Rechtecken berechnet. Bist du nun bereit für das nächste Level? Hast du Lust, eine etwas kniffligere Aufgabe zu lösen? Dann schauen wir uns doch eine Aufgabe an. Um einen 68 Meter breiten und 105 Meter langen Sportplatz soll eine Laufbahn errichtet werden, auf der die Sportlerinnen und Sportler rund um das Feld laufen können. Die Laufbahn soll 150 cm breit sein. Für die Laufbahn wird ein Gummibodenbelag verwendet. Wie viel Quadratmeter des Gummibodenbelags braucht man für die Laufbahn? Versuche nun, die Aufgabe zu lösen. Fertige dazu eine Skizze an und achte auf die Einheiten. Halte bitte jetzt das Video an. Schauen wir uns die Aufgabe gemeinsam an. Bevor wir mit dem Rechnen beginnen, müssen wir die Längenangaben in derselben Einheit darstellen. Dazu wandle ich die 150 cm in Meter um. Ich weiß, 100 cm sind 1 Meter. Daher sind 150 cm 1,5 Meter. Dann habe ich eine Skizze angefertigt und die mir bekannten Angaben eingetragen. Der Sportplatz ist 105 Meter lang und 68 Meter breit. Außerdem kenne ich auch die Breite der Laufbahn. Diese beträgt 1,5 Meter. Die Breite der Laufbahn hätte ich natürlich genauso gut hier, 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 hier oder auch hier einzeichnen können. Jetzt fehlt uns noch diese Länge hier, aber wir können sie ausrechnen, indem wir zur Länge des Sportplatzes zweimal die Breite der Laufbahn addieren. Das ergibt 108 Meter. Genauso können wir auch diese Länge berechnen. Dazu addieren wir zu den 68 Metern einmal 1,5 Meter und noch einmal 1,5 Meter und erhalten 71 Meter. Dann habe ich den gesuchten Flächeninhalt rot eingefärbt und mir überlegt, wie ich diesen Flächeninhalt berechnen kann. Den gesuchten Flächeninhalt der Laufbahn bezeichne ich mit AL. Weil hier alle Längenangaben in Meter sind, misst man die Fläche der Laufbahn in Quadratmeter. Um diesen Flächeninhalt zu berechnen, habe ich zwei Möglichkeiten gefunden. Möglichkeit 1. Um den Flächeninhalt der Laufbahn zu erhalten, ziehe ich vom großen roten Rechteck den Flächeninhalt des kleinen blauen Rechtecks ab. Es gibt auch noch eine weitere Methode, den Flächeninhalt der Laufbahn zu berechnen. Dazu unterteile ich die Fläche der Laufbahn in vier Rechtecke. Der Flächeninhalt dieses Rechtecks hier oben ist gleich groß wie der Flächeninhalt des Rechtecks hier unten. Genauso ist der Flächeninhalt des linken Rechtecks gleich groß wie der Flächeninhalt dieses rechten Rechtecks hier. Also ergibt sich für den Flächeninhalt der Laufbahn zweimal der Flächeninhalt dieses Rechtecks plus zweimal der Flächeninhalt dieses Rechtecks. Ich habe mit der ersten Methode begonnen, weil diese vielleicht ein bisschen schneller geht. Zuerst habe ich mir den Flächeninhalt des großen roten Rechtecks ausgerechnet, indem ich die Länge mit der Breite des Rechtecks multipliziert habe, also 108 mal 71.
Als Ergebnis habe ich 7668 erhalten. Dann habe ich den Flächeninhalt des kleinen blauen Rechtecks berechnet. Wieder habe ich die Länge mit der Breite multipliziert, also 105 mal 68. Das ergibt 7140. Um den Flächeninhalt der Laufbahn zu erhalten, habe ich nun den Flächeninhalt des kleinen blauen Rechtecks vom Flächeninhalt des großen roten Rechtecks abgezogen. Als Ergebnis habe ich 528 erhalten. Weil hier alle Längenangaben in Meter gegeben sind, beträgt die Fläche der Laufbahn also 528 Quadratmeter. Für die Laufbahn braucht man somit 528 Quadratmeter des Gummibodenbelags. Die zweite Möglichkeit möchte ich dir natürlich auch nicht vorenthalten. Dazu zerlegen wir die Laufbahn in vier kleine Rechtecke. Zuerst möchte ich mir den Flächeninhalt dieses dunkelroten Rechtecks hier unten berechnen. Dieser ist natürlich gleich groß wie der Flächeninhalt des Rechtecks hier oben. Um den Flächeninhalt dieses Rechtecks zu berechnen, multipliziere ich die Länge mit der Breite des Rechtecks. Also 108 mal 1,5. Das ergibt 162. Nun möchte ich mir noch den Flächeninhalt dieses Rechtecks hier berechnen, welcher gleich groß ist wie der Flächeninhalt dieses linken Rechtecks. Also multipliziere ich wieder die Länge mit der Breite des Rechtecks. Als Ergebnis erhalte ich hier 102. Um den Flächeninhalt der Laufbahn zu erhalten, setze ich meine Werte in die Formel hier oben ein. Also 2 mal 162 plus 2 mal 102. Das ergibt 528 Quadratmeter. Also Gott sei Dank das gleiche Ergebnis wie vorhin. Wow, jetzt bist du schon ein richtiger Profi im Berechnen von Flächeninhalten von Rechtecken geworden. Gratuliere! Danke fürs Zusehen und viel Spaß bei den nächsten Videos!